Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge Factoria Hyskyria mit mir, eurem Lyria und mit Hiski LP in einer Streamaufnahme. Guten Tag. Wir sind nochmal hier draußen, um ein Thema, ein paar Nester wegzumachen. Das Nest, das und das. Also, Steuerung alt. Das, das und das. Ich hab's rausbekommen, ja. Yay, Hiski hat verstanden, wie man pingt. Woo. Wie geht das nochmal? Und Petmay schreibt Tankchen an YouTube. Hallo YouTube. Von Petmay. Es gibt nur jetzt ein Problem, Hiski. Es ist zappenduster und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da ein Nest anzugreifen, oder? Keine Ahnung. Die Viecher machen es auf jeden Fall. Ja, Hilfe. Oh Gott, ich dachte gerade, ich sterbe. Genau dieser Blick, der Autosave kam. Ich habe keine Munition. Der Autosave kommt immer. Wieso hast du keine Munition? Ich keine Munition habe. Warte. Ich habe auch nur eine Pistole, hallo? Was erwartest du von mir? Ich kann auch nicht schnell craften, weil ich gerade andere Sachen crafte. Und wenn ich jetzt das abbreche, ist mein Inventar vollgeschissen. Hiski! Warte einen Moment. Ich warte doch. Hiski. Ich könnte mir ein Dartgewehr bauen, ne? Ah. Du musst mit Tab wechseln. Ja, danke schön. Bitteschön. Ah, ich bin immer noch so schwach. Also, besonders viel Damage machen die Dinger in diesem Modpaket echt nicht. Ja, die mittelgroßen, ja, die haben die Panzerung halt eben, ne? Aua, Hilfe, Hilfe! Ich sterbe. Ich bin tot. Ja! Nein! Ihr habt Hiski getötet! Du bist gestorben, Pech gehabt. Du wirst in 4 Sekunden wiederbelebt. Ah. Ihr habt Hiski getötet. Easy. Bitte mal wieder Baumeisterklasse. Ja, bei mir ist jetzt das. Gut. Kann jetzt nicht nur um Ewigkeiten handeln, bis ich dahin laufe. Aber das hier ist schön effizient. Ja, so gut effizient ist ein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, nein. Ernsthaft? Oh mein Gott. Alter, ernsthaft? Was? Diese blöden Felsen sind tödlich. Du hängst daran fest und die Viecher, die tackern dich richtig dran. Oh. Was sieht der? die brauchten was? Steinholz und einfach so. Oh Gott, nee. Nein, das würde ich bitte behalten. Dankeschön. Puh. Oh, ist ja so ein Supernest. Ah! Gott, ich kam nicht dran vorbei. Ja, und die Schlacke ist hier voll. Kein Wunder, dass hier nichts mehr produziert wurde. Aha, war kacke. Irgendwann komme ich bei dir an. Irgendwann. 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 Ah. Ich frage mich nur gerade ernsthaft, wieso ich überhaupt kämpfen sollte. Meine Waffe ist absolut nutzlos gegen die Viecher. Mach du mal einen Schaden, ne? Ein ganzer Schaden. Ja, wie Sie sehen, ist das heute einfach nur ein Laufsimulator. Wir laufen, weil wir gestorben sind und daher uns sagen mussten. Ja, gut. Aber du kannst auch Geschütztürme bauen, die sind auch viel effizienter. Stimmt. Ja. Sag mir jetzt nicht, das hast du vergessen gehabt.
Ich hab's vergessen gehabt. Du weißt aber auch, dass ich aktuell nicht ganz gesund bin. Ja. Oh mein Gott, nein. Oh Gott. Die Munition vorbei. Hier an dem einen Ort ist auch bald alle wieder, ne? Naja, die Darttürme sind sowieso leer, aber das ist nicht so drastisch. Oh Gott, ich wär grad. Nee. Ich wär grad Angriff ab, der auf uns zugekommen wäre sonst. Zumindest einer von meinen Robotern. Die sind doch bei dir oben, glaube ich. Oder sind die zu dir gekommen? So, jetzt greift mal an. Ey, geht's zu meinem Botti spielen? Jetzt weiß ich, warum überall Steine herum liegen. Die Beißer greifen ab und zu einfach Steine an. Ja, wenn sie dann festhängen, greifen sie die Steine an. Lustig. Nur bei Bäumen machen sie keinen Schaden. Was auch lustig ist. Zumindest in der Version, die ich damals gespielt habe, haben sie keinen Schaden gemacht. Aha. Da konnte man immer so durch, einfach nur vor den Mauern, einfach nochmal Bäume pflanzen und dann hatte man keine Probleme mehr. Hm. Wieso greifen die Türme nicht die gegnerischen Alien-Dinger an? Keine Ahnung. Die Würmer? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. Ich bin gleich da. Ich weiß nur nicht, wo meine Leiche ist. Ach da, sehe so. Offen gestanden nervt mich diese Spielmechanik in dem Modpaket. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, eigentlich sollte das nicht so sein. Oh Gott. Ton liegt auf eigentlich. Eigentlich. Ah. Da. Die Waffen sind nutzlos. Die Türme sind nutzlos. Aber was sind die gerade zerfetzt hier? Wie ist da noch drin? What the fuck? Was habe ich jetzt hergestellt? Eine Menge. Seh schon. Jetzt. Oh, hört doch mal auf die Säure zu schießen. Das ist doch sinnlos. Leider. Eigentlich sollten die spawnen die Säule nicht auch irgendwann? Säure. Ja, die Säure, die spawnt irgendwann, aber erstmal sind sie mit beschäftigt, Säure zu neutralisieren. Also die Kampfmechanik in dem Mod-Paket ist hart nervig, muss ich sagen. Ich weiß, was du meinst. Nein, ich sterbe gleich wieder. Ich mag zwar Herausforderungen, aber das ist Schwachsinn. Gut. Oh. Okay, Sam ist wieder bei mir. Frage ist, wo ist Alex? Ich warte nochmal, bis ich die ausgewählt habe, damit ich ein bisschen schneller oben bin. Hm. Okay. Dein Systembot hat mich gerade gerettet. Bitteschön. Und er kümmert sich jetzt um die blöde Säure. Gern geschehen. Ich habe einen Verdacht, warum er sich um die Säure, warum die Säure angreifen. Warum? Das könnte was mit der defekten Wasserturm-Mod zu tun haben. Echt? Oh, weil die das die auch die Säure angreifen und die dann wegmacht, ne? Richtig. Wollen wir die mal schnell rausschmeißen, die Mod? Dann würde ich aber eher sagen, wir holen erstmal deine Leiche und die anderen Sachen. Also unsere Bots hier weg. Hm. Ja, wieso habe ich keine Türme mehr? Ich habe die doch gar nicht da alle hingebaut, wieder abgerissen. Anscheinend. Oh, lass mich raten. Der Blueprint. Oh. Das automatische Wiederaufstellen. Ja, das wird wahrscheinlich dran gelegen haben. Da musst du vorsichtig sein. Ja. So, ich helfe dir noch, dass du eine Leiche bekommst. Mhm.
Ansonsten breche ich den Angriff ab, weil das ist gerade so. Ja, ja, von klar. Vor allem diese unnütze Säure entfernen mit Türmen, die sowieso nicht funktionieren. Ah, ich werde angegriffen. Ah. Danke, 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 der. Ah, okay. Schwerturm zerstört. Ja. Vielleicht solltest du ausstellen, dass deine Roboter beim Angriff hätte ihm das stimmt. Wiederholen. Stimmt. Construction Toggle. Hm. Ja. So, da oben. Oh Gott, Moment, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich glaube, das Netz kriegen wir jetzt weg. Weil, guck mal, das sieht doch ganz okay aus. Ja, von weniger alle ganzen Bots mal drauf angreifen. Da kriegt es auch richtig Schaden. Ich vergesse auch immer Fisch zu essen. Ich vergesse das jedes Mal. Eigentlich sollte die Scheiße so. Auch nicht mehr existieren. So, dann gehen wir ganz kurz ins Hauptmenü, deaktivieren die Mod und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Genau. Die Mod rausgenommen und jetzt sollte das alles hoffentlich klappen. Bin ich mal gespannt. Richtig, genau. Es lassen auch unsere Botties. Oh Gott sei Dank, meine beiden Botties leben noch. Ich hatte echt schon die Sorge gehabt, dass meine beiden zerstört wurden. Ich wollte normalerweise noch gerne noch ein paar Turrets bauen, aber das Problem ist, dass ich... Ja. Ich hatte ja vorhin vergessen, dieses Construction-Toggle abzuschalten. Ich habe auch nicht genug Material, um neue Turrets... Achso, ich habe 20 Stück in der Tasche. Okay, wie wir übrigens gesagt haben. Oh nein, das war das Falsche. Oh Gott. So. Reiß mal. Oh, Solarpaneelen. Oh. Meins. Wow. Was denn? Schon, dass du die Bots machen lässt. Selbst ist der Mann. Wenn du Materialien willst, ich hab ein bisschen im Inventar, ne? Ich seh's schon. Nehme ich mal ein paar. Meine Taschen sind voll, das ist nicht schlecht. Machst du die bitte nicht bei mir rein? Nein. Gott. Ja, nein, überhaupt nicht. Ich sehe es nicht, dass du einen Abfallplatz reinlegst. Meine Tasche ist voll. Ich habe nicht so viel Lagerplatz wie du. So, was hatten wir hier noch? Dem Norden ist auch noch was. Ich gehe mal nach. Ne, erstmal machen wir das Nest rechts weg. Mach das. Ne, machen wir. Hallo, lass mich durch. Jetzt bin ich gespannt. Funktioniert's, funktioniert's nicht. Na, wo ist die Kotze? Da kommt Kotze an. Ah, großes Speiernest. Okay, und Supernest mal wieder. Sag mal, spinne ich gerade? Die Türme schießen wieder auf die Nester? Echt? Dann, ja. Dann lag das auch daran? Ja. Oh mein Gott, wie kann der Mod so fehlerhaft sein, dass sowas passiert? Holy shit. Das frage ich mich auch gerade. Na dann, platz ihn mal rein. Ja, tatsächlich. Ja, guck dir das mal an. Gut, dann ist es nicht meine Schuld, ne? Das liegt nicht an meinem Mod-Paket. Das ist deine Schuld, dann du wolltest sie drin haben. Hab ich doch gar nicht gewusst, dass die Mod so fehlerhaft ist. Holy shit. Guck dir das mal an, wie die alle, wie auf alles draufballern. Ja, okay. Wie die überall draufholzen. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, aber keine Munition mehr. Und auch das Gift wird zur Ruhe gelassen. Das ist. Ach, super. Ja, ne, mehr Platz habe ich dafür. Jetzt ist meine Tasche schwer voll. Oh, hast du mir den Scheiß wiedergegeben? Nein.
Automatischer Abfall, bitte mal diese. Eigentlich haben wir die deaktiviert, da keine Ahnung, warum die wieder da sind. So, ich mach die Dinger mal in den Abfall rein. Diese scheiß Artefakte. Ich wollte gerade fragen, kann man die Artefakte nicht irgendwie nochmal versuchen abzuschalten? Es nervt. Ja, okay, komm. Gut, dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Und da sind wir, liebe Zuschauer. Ja. Wir haben ein paar Sachen gemacht und nichts gemacht. Guck mal, da haben sie hier einen Garten angelegt gehabt. Ja, wenn die auf, wenn die Gärten wollen. So. Achso, meine bauen sowieso nicht ab. Ja, ja, das ist auch von dieser Mod. Was? In den Garten hier, das geht auch. Ja, die Ruinenmod hat eben, ne? Genau. Sieht immer noch echt hübsch aus. Ja, wie gesagt, schmeißt du mir mit Hasen, oder? Ich schmeiß es dann automatisch in den Abfall. Naja, automatisch hat ihn, ja. Ja, tut mir weh. Gott sei Dank wieder. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben ein Spinnnetz reingestochen oder so. Ganz dezent. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Ist das ein riesiges Doppelnest oder ist es ein Doppelnest? Ja, wir hätten von unten angreifen sollen, nicht von oben. Ich lass sie mal kurz zurückrufen. Nein. Oh Gott. Kann ich nicht. So, komm mal zurück. So, und jetzt greift an. Ich hätte eine ganze Armada hinter mir. Was willst du bei mir sagen? Eine Armada ist ja noch nicht ausgedrückt. Das Nest kriegen wir nicht platt, das sind zu viele! Ja, wir müssen von unten angreifen, nicht von oben. Oh Gott, hier ist noch eins. Oh, hi, Beißer. Schön, dass du auf mich gehst. Warum reparierst du dich selber? Ich weiß, warum er sich nicht repariert. Wegen Construction. Na, ob das der einzige Grund ist? Und du hast keine Dinger mehr dafür. Genau das meine ich. Oh Gott. Ich muss die Fische essen. Hilfe! Hilfe! Dass du mir Munition gegeben hast, ey. Ja. Das hätte schlimm enden können. Oh, schon besser. Ach, hier ist ein Blutschutzgewehr, lol. Wie soll man gegen so ein Doppelnest angreifen? Oh, von unten nach oben angreifen, immer noch. Oder erstmal das rechte Nest jetzt wegmachen. Wäre vielleicht sinnvoller. Ja. Definitiv. Aber da ich schon mal ein paar, ja, bisschen was, ja, zu mir. Hi. Ey, ich habe wieder alle Türme verloren, unglaublich. Ja. Keine Munition mehr. Geht zu Iski, er hat Spaß mit euch. Was? Sterbt an den ihr? Ja, ich glaube auch, weil du bist zu langsam. Und du hast eine schwere Rüstung, ich nicht. Habe ich keinen Fisch mehr?
Doch. Faktorianischer Fisch. Gott. Hast du noch Fische? Ja, ein paar. Gott, ey. Meine Munition ist auch bald alle. Die du mir mal gegeben hast. Aber hey, das Nest hier ist kaputt. Immerhin. Ich glaube, deine Aussage stimmt nicht so ganz. Was? Deine Munition ist alle? Achso, wow. Gern geschehen. Danke. Ich finde den Filter auch nicht für kleine Artefakte, das ist mein Problem. Nur die großen. Also nur die normalen, aber kleine kann man nicht filtern. Ich laufe mal hier. Ne, da kann ich nicht hinlaufen. Aber hier oben. Ich versuche mir mal hier hinzuschmuggeln. Ich möchte wissen, was das ist. Okay. Ich bin schnell genug, da komme ich dran. Ja, komme ich dran, ohne dass die Aliens an mich rankommen. Das Gelände von Alien-Biomes ist ziemlich kompliziert. Ja, gehst du jetzt mal nach Norden? Das kann ich an jede enge Ecke hängen. Ist einfach nur Wasser. Wow. Ich hab mich vom Wasser verführen lassen. Ja, ist doch ein Videotitel, bitteschön. Vom Wasser verführt. Oh mein Gott. Danke an 50 Shades of Games für dein Raid. Holy shit. Mit 14 Leuten. Oh Gott. 50 Shades of Games. Habe ich das richtig geschrieben? Habe ich mich verschrieben? Nein, habe ich nicht. Kein Spiel zuletzt gespielt? Was, habe ich mich falsch geschrieben? Nee, oder? Doch, nein, ja, nein, keine Ahnung. 50 Shades of Games. Factorio, gut, ja, ne, jemand, der Factorio spielt, raidet jemand, der Factorio spielt. Wer hätte das gedacht? Dankeschön für den Raid, dankeschön. Wieso werden die nicht gestapelt, what the fuck? Gut, ESG, aber ich würde sagen, bevor wir weiterkämpfen. Ja. Oh Gott, ja, gut. Meine Bots kämpfen um eh noch, also von daher. Genau. Ja, es wird bekommen, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr habt euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schaut auch bei dem Lyria vorbei oder bei mir, ESG. Wir sind jeweils in der Videobeschreibung, das andere verlinkt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio.